Also ich muss auch sagen, dass wir Praktikas gesagt haben, ist richtig lappig. Natürlich heißt es Praktikums. Ja, also, sorry dafür. Da muss man auch mal ganz ehrlich sagen, so, es tut uns leid, dass wir manchmal einfach ein bisschen beschränkt sind. Okay, lass mich aber bitte in Ruhe beim Zu-Fußball-Kur, ja, sonst raste ich aus. Echt? Aris? Ey, ich wollte nur sicher gehen. Ich war schon oben. Nein! Ey, du bist Sakrako, ey, wie ich dich noch weggeballert habe, ey. Nein! Nein! Ja! Ey. Hä, wo sind. Ey, nein, so lassen sie das. Nein. Nein. Hä, wo sind. Fahr doch! Ey, was denn, wenn er mal unter mich? Ja! Schön, dass ihr wieder einschaltet. Heute absolute legendäre Weltpremiere. Heute nämlich Warride plus zu Fußballkurs. Ich glaube, es gab es noch nie. Mit dabei haben wir heute Anwärter Aris und Deko. Einen wunderschönen. Einen wunderschönen guten Tag. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Hallo. Einen wunderschönen guten Hallo, Muchachos und Musopolieren. Ich wünsche Ihnen einen guten Appetit, guten Tag, guten Abend, gute Nacht, guten Feierabend, guten Dienst, guten Rauch, guten Schiss und gute Besserung. Bestimmt. Ich fahre jetzt einfach mal hier lang. Weil der Punkt oben ist, hoffe ich einfach mal, dass der. Ah nein, muss die Rampe nehmen zum Parkhaus. Ich nehme auch. Oh nein, Digga, nein. Nein. Ja, we muss man. To take the ramp. Digga, was war das für eine förmliche. Vertrauen, ey. Was war das für eine förmliche Anmoderation von Aris, Alter? Ich dachte, ich wäre ja hier im ersten oder bei ZDF bei der Nachrichtenansage. Geil, oder? Guten Tag, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen im zweiten deutschen YouTube. Ich begrüße Sie ganz herzlich. Digga. Dankeschön, Aris ist mit Annäherungsminen am Start direkt. Ich wollte ja, nur gucken, ob das überhaupt wieder geht. Ne? Das war ja die eine Episode. Ja, und zu gucken, ob es geht, muss man sie dann auch legen. Ja, das natürlich, ich muss ja ganz gucken. Aber natürlich auch vor dem Punkt. Also das ist das Wichtige, genau. Du musst sie vor den Punkt legen, damit du ein bisschen Impact hast. Aber ich warte hier auch. Also, ne, ich stehe hier. Hi. Hallo. Hallo. Lass mal kurz Auto tauschen. Und auf Deko warten. Streck dich ab, Bruder, chillen ab dich! Sag mal, was ist dein Begehr, Junge? Ich habe übrigens ein nettes Kommentar bekommen von Jay Faust. Soll ich euch das mal eben vorlesen? Ich lese mal kurz vor. Ja, komm, nimm. Okay, nimm. Oh ja. Ich glaube, so viele Fremdwörter sind übrigens noch nie in einen Kommentar gelandet. Also, Jay Faust schreibt, es heißt nicht Praktikas, das ist kompletter Schwachsinn. Hört auf, ihr habt ein Problem. Einige viel mehr. Praktika zu sagen, ist richtig dumm. Dann noch Marvin mit dem scheinbar, das bei jeder Verwendung 0,0 Sinn ergibt und seine Aussage verkehrt, ohne dass er es merken will. Mit dem, was ihr nicht wisst, kann man mehrere Negativ-Anthologien drucken. Conchas Madre. Alter Schwede. Und dann hat er aber noch geschrieben, Kommentare helfen euch. Ja, much love, Herzchen. Kuss geht raus. Much love. Also ich muss auch sagen, dass wir Praktikas gesagt haben, ist richtig lappig. Natürlich heißt es Praktikums. Ja, also, sorry dafür. Da muss man auch mal ganz ehrlich sagen, so, es tut uns leid, dass wir manchmal einfach ein bisschen beschränkt sind. Ja, also sorry Praktikums, Deko hat es schon richtig gesagt. Aber mein scheinbar, warum nutze ich das falsch? Das möchte ich auch mal gern wissen. Okay, ich hätte da scheinbar nach oben fahren müssen. Nein, du nutzt scheinbar nicht falsch. Scheinbar hat nur keine Bedeutung, keine Aussage. Achso, okay. Aber da fühle ich mich jetzt wirklich negativ angegriffen. Warum baust du so eine schmutzige Scheiße hier schon wieder, ey? Wer war das? Die Map ist von Kevin. Oh, der Name sagt schon alles. Oh, Shots fired. Ich nehme mich natürlich wieder zurück, hallo. Mal Warride zu Fuß. Demnächst haben wir übrigens wieder eine Triathlon-Map vom Silber. Der hat mir ja geschrieben, meinte, ey, ich habe richtig Bock, eine Map für euch zu basteln, eine Triathlon. Da hatte eiskalt eine Map, die er schon irgendwann mal gebastelt hat, hat er umgebaut und die zum Triathlon umfunktioniert. Und da freue ich mich richtig drauf. Übrigens fast 0%, also, man kennt ihn, hallo. Ja, wollte ich gerade sagen, so ist halt wieder eine Silber-Map, ne, das, mal schauen. Das wird geil, Digga. Also im Prinzip her habe ich auch Bock drauf und ja, ich freue mich auch jetzt schon über zu Fußparcours Warride hier in einer Map.
Mhm. Wobei ich sagen muss, bis jetzt das bisschen Wort, was wir hatten, war einfach nur ziemlich putzig gebaut. Ja. Aber hatten wir das schon mal? Zu Fußparcours? Hatten wir schon mal zu Fußparcours plus Wallride? Bestimmt auch im Triathlon, oder? Also da kann ich mir das vorstellen. Aber seid nur ihr schon weiter als ich? Oder, Nee, du bist ganz vorne, glaube ich, oder? Oder so, ja. Also Marvin und ich hängen hier vorne zusammen. Ja. Wir sind jetzt auch beim zu Fußparcours-Kram jetzt, glaube ich. Ja, aussteigen. Ah. So, Party People. Hello. Granaten. Ja, was seid ihr denn? Ich bin falsch. Hä? Da konnte man falsch fahren? Ja, du konntest auch quasi... Hä? Oh, aber ich hatte einen Punkt, okay. Ja. Wie hast du das denn bekommen? Ich war oben drüber auf dem Dach. Boxershorts. Also hier muss man raus, oder wie? Hä, ich bin einfach in der Tube gewesen. Wo seid ihr denn lang gefahren? Hä, oben auf dem Dach, Junge. Du kannst da am Anfang einfach oben fahren. Okay. Weißt du, da. Hallo. Erzählen Sie mir mehr. Also ich bin den richtigen Weg gefahren. Da oben. Okay, ich würde sagen, ich schnapp jetzt mir eine Granate. Lauf weg. Daddy kommt nämlich. Hallo. Ey! LOL! Okay. Bomberman, Digga, einfach Bomberman. Kannst du den anhalten? Ja, könnt ihr. Intelligentes Kind, ey. Ja, natürlich. So geboren, Brudi. Einfach begabt, ey. Okay, lass mich aber bitte in Ruhe beim zu Fußballkur, ja, sonst raste ich aus. Echt? Aris? Ey, ja, ich wollte nur sicher gehen. Ich war schon oben. Ja, also Deko war gar nicht mehr da. Ich bin einfach nur umgefallen. Okay, Deko, ja, den hast du. Bei mir nicht. Hä, ja, jetzt war das voll unnötig, dass ich Marvin weggeboxt habe. Ja, was? Ey. Jetzt kann ich Marvin nicht mehr wegboxen. Dankeschön. Warum? Soll ich das für dich machen? GTA Körperklaus wieder am Start. Oh! Wow, okay. Ihr kleinsten Schnackis, Alter. Hier, kommt her. Du warst zu langsam, Aris. Ja. Hey, habt ihr Bock auf Moorhuhn? Alter, Mohun. Okay, ich lasse euch in Ruhe. Ich versuche als Golden Karma Boy. Ich habe ein Game, das ich mit meiner Mutter gezockt. Ey, warum macht er das jedes Mal, Alter? Ich weiß nicht, was du gemacht hast, aber. Du ein Klacko, Alter. Also, das ist richtig. Also, das war jetzt unnötig, dass mir dieser Kill angerechnet wurde. Jetzt Real Talk. Du hast einfach schon 30 Schaden auf mich gemacht, deswegen. Nein! Oh, ich habe den Punkt gekriegt. Aber ich glaube, dass das Spiel, was Deko auch noch mit seiner Mutter gespielt hat, war Larry. Kennt ihr Larry noch? Hieß das Ling Larry? Wo man irgendwelche Frauen abschleppen musste? Ja, das Digga, das war so geil. Oh, hieß Larry, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie der Titel war. Auf jeden Fall Larry. Ja. Larry, das Game habe ich gezockt auf dem Kreuzfahrtschiff. Da musste man irgendwie... Also es war auch richtig asozial, ne? Larry hat stattgefunden auf dem Kreuzfahrtschiff oder du warst auf dem Kreuzfahrtschiff, während du das gespielt hast? Larry hat stattgefunden auf dem Kreuzfahrtschiff. Es gibt davon ja, glaube ich, 8 verschiedene Spiele. Ich habe es nie gespielt, nicht einen einzigen Titel. Digga, aber eigentlich ist das also nicht mehr zeitgemäß, sagen wir mal so. Würde so ein Spiel heutzutage rauskommen, Digga, da würden die Straßen brennen, ey. Da musste man ja eiskalt so Frauen betrunken machen, die dann... ja, verführen und so eine Scheiße, ne? Also es war schon, das war schon eigentlich eine ziemlich kranke Scheiße. Oh yeah. Und auf jeden Fall hat das Deko mit seiner Mutter gespielt. Nein, du musst die Frau so abschleppen. Was? So doch nicht. Genau so. Was die Kumpels hier? Von mir hatten das, daher kenne ich den Titel, aber ich hab das Digga, Beine gespielt. Gebrochen. Ich glaube, wenn ich das gespielt hätte, meine Mutter hatte ja immer, ne, so ein bisschen zumindest ein Auge darauf, was ich so spiele. Und ich glaube, wenn ich das gespielt hätte, dann das hätte Ärger gegeben. Okay, aber so Ballerspiele gehen klar, ne? Aber sobald es um Frauen geht, so, ne, da kennen wir gar nicht. Ja, Digga, ich hab Postal gezockt, ich hab so Leichen angepisst und sowas. Aber warte mal, war das Postal 2 oder war es auch Postal 1? Das war so ein gestörtes auch Game. Ein Titel, von dem ich sagen muss, habe ich nie gespielt. Postal wurde sogar verfilmt, ey. Echt? Gab's da einen Film von? Postal gibt's einen Film von, ja. Haben die Schauspieler da auch irgendwie Leichen angebrannt und dann mit Pipi abgelöscht, oder? Nee. Digga, was macht der? Ey. Einfach so aus dem Nichts. Hä, warum? Ja, Digga, wer spielt da voll Trail? Wie so ein richtiger Nuggi, ey. Am Ende gewinnt Pro Bosser! Hä, warum seid ihr denn erst da? Was habt ihr die ganze Zeit gemacht? Ich verkack da oben diese Sprünge die ganze Zeit. Keine Ahnung. Da oder was? Digga, ja, oder? Er läuft einfach. Hallo! Ey! Und er läuft einfach weiter, Alter! Du mieser Schako, lass das. Die ganze Zeit schon so Drecksmap hier.
Er sagt Drecksmap, Digga. Warride plus zu Fuß, willst du verarschen? Ja, aber der Warride-Teil war ja wohl richtig crappy und der zu Fuß-Teil ist bis jetzt auch nichts Besonderes. Digga, weißt du, wie man steht? Nee. Ja, merke ich. Also auf jeden Fall weiß ich auch nicht, wie man stehen bleibt. Das nächste Ding, ne? Also, negativ Anthologien. Habe ich heute wieder was gelernt, Muchachos? Vielleicht sollten wir einfach ein Buch rausbringen, ja? Negativ-Anthologien, wo wir einfach unsere ganzen einfach random ein Buch mit leeren Seiten. Es wird einfach so mit Fehlern sein. Komplett durch, also ein Buch nur mit Fehlern, wo nichts wissenschaftlich Korrektes drinsteht. Das wäre doch mal lustig, oder? Das kann ich. Soll ich nicht hochkommen? An den Rand? Ach so, an den Rand und dann. Ja, ja. Egal, was ist denn hier auf. Hä? Ja. Oder da. Einfach die Elektro-Dinger so gebaut, dass man gar nicht drüber gehen muss. Was? Fliegerbombe! Digga, drei Junge. Dreimal hast du mich schon gekillt. Am Spawn zählt nicht. War nicht der Spawn. Boah, wie lächerlich lange ich jetzt für diesen Punkt gebraucht habe. Perfekt. Also zu. Perfekt. Oh ja. Ja, fahr wieder zurück. Oh ja. Yeah. Ich noch jemand, ich krieg dich. Ich krieg dich, Junge! Ach, du wolltest heute Skill zeigen, ja? Ja, zu Fußparcours, weißt du? richtig trolled. Hast du dich auch nicht gut angestellt. Wie bitte? Im Warwick-Part hast du dich auch nicht gut angestellt. Doch, ging eigentlich. Nee. Doch. Hä, wo ist eigentlich unser MP-Scheiß? Hä? Welcher MP-Scheiß? Den wir uns mal holen wollten. So ein bisschen Elektroschocker und EMP-Granate und so, den Scheiß, den Ares hat. Wie kriegen wir den? Müsst ihr kaufen, ganz normal. Nein! Easy. Hä? Was machst du, hä? Was machst ich du? Ich krieg das mit dem. Ey, einfach wahrscheinlich mal da lang. 4-3! Oder? Ah. Zu Fußparcours ist überhaupt nicht meins. Zu Fußparcours und BMX. Ja! Das ist knapp, ey. Lass uns mal kurz zu Ares fahren. Ihn mal kurz anfeuern, dass du das schaffst. Und dann ziehen wir weiter. Ares, Dom, du bist mega schlecht. Das wirst du niemals schaffen. Links, 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 rechts, rechts. Ares, das wird nicht. Halt deine Fresse. Versuch jetzt gar nicht weiter. Los, spring runter. Du schaffst es doch eh nicht. Los, runter mit dir, du Lappen. Halt deine Fresse. Los. Du weißt es nicht. Geh da hoch, Junge. Los, jetzt fall doch endlich runter. Du kriegst es eh nicht hin. So, dafür sind doch Freunde da, oder? Perfekt. Ganz toll. Er will mich abschießen, rette mich! Ich hab versucht zu warten, bis er dich killt, aber. Du lässt. Ey, jetzt nimmt er mir dieses kleine bisschen Glück auch noch weg, ja? Können wir mal langsam weiterfahren in diesen Klackschuss? Digga, als würde ich hier mit so einem Kinderverein losziehen. Als du aufgehört hast, auf Marvin zu schießen, hab ich dich umgebracht. Hä? Ich hab die ganze Zeit weitergeschossen! So lief der Hart. Du hast auf die Laberfisch geschossen. Digga, wenn ich mit Ares und Deko unterwegs bin, muss ich die auch in so einem Seil festmachen, wie so Kindergartentruppe, weißt du? Bin ich wieder der Erzieher, hab die alle in der Hand und dann muss ich die durch die Gegend führen, weil die sonst immer nur Scheiße machen. Ja, Muchachos, Marvin konnte das immer nur mit dem Seil machen. Er durfte irgendwann gerichtlich die Kinder nicht mehr in der Hand nehmen. Seil dann. Ey, Junge, der ist nicht schlecht. Das ich will zweite Mal, dass der Chaco mich einfach irgendwo random das scheiß Annäherungsgebiet ballert. Ich möchte bitte nochmal anmerken, ja? Dass ich der Einzige bin, der noch niemanden umgeklatscht hat. Ja, genau. Also wie genau definierst du jetzt umgeklatscht? Weil du hast mich auf jeden Fall schon mal viermal getötet. Nein, habe ich nicht. Du hast Gespenster gesehen. Ist Ares jetzt, jetzt vorne oder ist Deko jetzt vorne? Er ist gerade vor mir. Okay, dann hast du Glück. Hey, hast du gerade... Ares? Hä? Was? Hast du gerade... Hast du Franklin gemacht, Ares? Ey, er ist auf jeden Fall plötzlich da stehen geblieben. Nein. Hab ich gesehen. Ich hab keinen Franklin gemacht. Was? Nein, was wirklich nicht. Alter, guck in meine Aufnahme. Wenn du Franklin gemacht hast... Ich habe keinen Franklin gemacht. Schau in meine Aufnahme. Oh, du bist so ein mieser Penis, Alter! Auf Ehre Boxershorts. Wenn du jetzt Franklin gemacht hast und keine Boxershorts aufsetzt, dann ist deine Sicht. Ich habe definitiv kein Franklin gemacht. Genommen. Wirklich nicht. Hängt okay. Das sah auf jeden Fall bei mir so aus, weil du plötzlich einfach stehen geblieben bist und dann bist du weitergefahren. Nee, ich bin wahrscheinlich ziemlich unschmuff aufgeklatscht. Ah, aber ich habe kein Franklin gemacht. Definitiv nicht. Sieht nämlich auch in Aufnahmen kacke aus. Hm. Oh, wir müssen hier nach unten, Deko. Kick mich. Hä, warum kickst du mich nicht? Wir müssen hier auf die lila Scheiße fahren, glaube ich. Kick doch mich, oder? Junge.
Hä, nee, was müssen wir machen? Nee, ich hab's nicht geschafft, ne? Hä? Ich war zu langsam, also beziehungsweise mein Winkel war voll für den Arsch. Der müsste es sein. Einfach auf 90 Grad. Achso, doch rüberspringen. Achso, ja, ich dachte, weil da unten noch sowas aufgebaut ist. Auf die grüne Plattform. You remind me on a Wawi Quaka. Quiri. Ist das hier noch ein Fahrpart oder ist das schon wieder zu Fußpart? Das sieht eher nach Fahren aus, oder? Sonst hätte er da so Treppen gebaut. Und er hat ja davor auch angemerkt, wann der Scheiß ist. Jetzt da ist ein Schild, hier ist ein Schild. Wo ist der Aris schon wieder, Brudi? Bin noch bei dir. Hi. Nein! Scheiße. Ey, du mieser Klacko, ey, wie ich dich noch weggeballert habe, ey. Nice. Nein! Ja! Ey. So, stimmt in der Hölle. Er steht so, übrigens 4-3 für alle, dich, hallo, ne? Hallo, haben alle ein Messer? Haben alle ein Messer? Ja. Wir dürfen den zu Fußballkur, weil er so einfach ist, dürfen wir es nur mit Messer in der Hand machen. Okay. Scheiß auf dein Auto, ey. Digga, ich mach meine Scheiben eben neu. Aber trotzdem. Ja! Einfach ein paar Teller raus entfernen. Ja. Oh, schon mal wieder übertreiben, Messer, ey. Messer, ja? Messer. Ich bin doch nicht beim zu Fußballkur, laber mich nicht voll jetzt hier, du Backfisch. Jetzt bin ich beim zu Fußballkur. Das war so stumpf, ey. Das war so stumpf. Hast du ein Messer? So, warte, du kannst Messer? Auch irgendwas anderes nehmen. Hauptsache, das. Nee, ein Messer muss schon sein. Ja, Messer. Hast du kein Messer? Doch. Nimm eine Machete. Perfekt. Hallo, danke für die Niere. Lass mich ja in Ruhe mit eurem Scheiß, ey. Alter, er ist ausgewichen. Das sah schon. Ey, Alter! Oh, Scheiße! Ja. Okay, nicht schlecht. Timmy, bitte deine Niere freuen. Freunde? Ja? Seht ihr mich? Irgendwie. Hallo? Schau, Marvin. Okay, dann wohl einfach respawnen. Ja, was hast du für ein Messer in der Hand, Rudi? Nur Messer, ne? Ey, warum? Dieser Typ. Nur Messer, hat er gesagt. Digga. Also ich fand, Aris hat's verdient. Der hat mich hier genau vor dem Punkt, hat er mich weggesprengt. Hallo, dafür hast du dich jetzt gerecht. Hallo was? Ja, dafür hast du dich doch schon bereits gerecht, Digga. Bei Marvin wär's jetzt einfach lustig. Xing Shang Shong. Oh. Okay, das Schicksal war fast mit dir. Ich hätte es akzeptiert. Ja, dann musst du bei dem auch machen. Hat er. Also ihr hat das Schicksal in eine ganz andere Richtung geballert. This girl is on fire. Und ich hab nichts über dich trollen können. Hier. Hast du eigentlich Granaten? Nope. Ich dachte, da kommt noch was. Ja, er klatscht mich komplett um, Digga. Ich weiß jetzt. Digga. Ich hab's verdient. Richtige Rückenmassage. Jetzt haben wir die Scheiße gebraucht. Ziel? Ja, scheinbar, Digga, oder? Einmal nicht aufgepasst, ne? Also, da kommt jetzt noch ein Warrior. Jetzt soll ich hier abgezogen werden, ey. Der miesen Streichel-Kasper. Ich hätte es verdient zu gewinnen. Ganz klar. Ich hab die Hälfte der Zeit gewartet auf euch, ey. Ja, ist klar. Warte, die Hälfte der Zeit hast du gewartet, oder? Ja, ich glaube ungefähr die Hälfte der Zeit war es, ja. Nein! Wieder was für die Negativ-Anthologien. Überdreht! Oh. Ja. Oh, Aris ist rau! Ey, Digga, Aris! Willst du mich eigentlich ficken, Alter? Wie oft hast du mich jetzt vom Punkt weggezwirbelt? Dritte Mal jetzt du mich ficken, Alter! Ey. Schade, Deko. Map nie beendet. Ja, ey! Fahr doch! Ey, so ein Klacko, ey! Ey. Hä, wo ist denn. Ey, nein, so lassen sie das. Nein. Nein. Hä, wo ist. Fahr doch! Ey, kommt der Fenner unter mich! Ja! Digga. Ich höre nur aus der Entfernung. Selber, kann ich auch losfahren hier, wenn ihr so fahrt, Alter? Ja, natürlich. Warum bist du noch nicht da? LOL. Jetzt sitzt auf euch, schieße. Wir rollen schon selber. Digga, mit wie viel Karma ist Arsa gerade landgebrezelt, ey? Ja, 100. Ich hatte deinen Windschatten. Klar. Fumm. Oh, ja, oh komm. Kommt hier am Ende noch irgendwas Krasses? Hey, das ist das Ziel? Ey, verdient Erster. Absolut unverdient. Absolut unverdient, ihr beide. Hey, warum beide? Ihr beide. Wieso? Ich bin Dritter gerade. Ich bin Dritter. Deko ist hinter dir, Aris. Ja, ey, ist das so ein Schmuff? Jetzt kannst du shine, Deko, jetzt kannst du shine. Shining bright like a diamond. Das ist so unschmuff. Ey, Digga! Wie Aris schon wieder ausgestiegen ist, Digga! Ey, du bist so ein mieser Arschbeutel, Aris, Alter. Ey. Digga, so ein Klacko, ey.
Alter Schwede. Ich komm nie im Leben da jetzt an. Nie im Leben. Das wird Deko doch nicht auf sich sitzen. Deko, Bleifuß? Also Deko hat auf jeden Fall den Bleifuß. Hä? Wie oh, soll... Verkackt. Was ist das für eine Scheiße? Ja, es ist richtig... Digga, Second Try, Alter. Ey, wie das gebaut ist, Alter. Ja, T20 erstmal und dann nur noch einfach, ne? Das waren die guten alten Zeiten. wie Deko noch in der Herbst ist auch wieder geil. Ah, geil, ey. Deine ich gebe euch den Tipp. Fahrt in der Mitte und lang, also so Mittelspeed, ja? Und lenkt wirklich ganz fein. Versuch nicht so krass immer nach oben und unten zu lenken. Oh mein, oh, jetzt geht's ab, ey. Deko, nicht schlecht. War das Anhängsmin? Nein. Ja. Hey. Nicht schlecht. Digga, vom letzten Scheißding da, Alter. Das heißt, er hat seinen 2 riskiert, nur um mich noch einmal in die Luft zu jagen. Ich glaube, da werden noch mehr sein. Ich glaube, Deko... Fuck, Alter, das muss ich dem so hoch anrechnen gerade. Ja, ich will einen Orden haben. Alter. Nein! Nee! Oh, boah, ey. Digga, was ist denn euer Problem? Ist ja noch richtig... Die Map, euch. Alter, die Map. Oh. Nein, Alter, wenn ich jetzt nicht beende, wäre echt traurig jetzt. Der und Einzige, der den Sieg eigentlich verdient hätte, ist ins Ziel gefahren. Ich bin gerade schon ins Ziel gefahren. Ja, du hast den Sieg auch nicht verdient. Oh, Ares kommt sogar noch ins Ziel, Digga. Ja, voll verdient, ne? Aber leider auf Platz 2. Ja. Ich muss sagen, die Idee war nice. Gewesen. Die Umsetzung war... Mehr will ich dazu nicht sagen. Nein, die Idee war nice, ja. Aber wir drehen es nochmal am Rad. Um nochmal das neue Auto zu gewinnen. Easy Weezy. Zu gewinnen gibt es eine sexy Karre. Ich sag mal lieber nicht welche. Wow. Oh, das ist doch der neue, oder? Wow. Ich will nicht sagen, aber ich glaube, das ist der neue. Und Muchachos, falls wir es heute noch nicht gesagt haben, natürlich auch einen herzlichen Glückwunsch, falls du heute Geburtstag hast. Und jetzt Geschenk auf meinen Nacken. Ich glaube, das ist der MT hier, der da ist. Den haben, wir, den haben wir schon dieser, hart gefeiert. Dieser Banshee-Dude. Das ist der Jester. Der Jester? Ja, das ist der Jester. Und ja, sag ich doch. Steht hinten aber dran. Sieht ganz sweet aus. Aber neu ist die Karre nicht. 25.000! Für mich neu. Also jede Karre ist für mich neu, okay. Weil ich keine kenne. Hallo? Ja gut, so kann man sehen. Marvin, jeden Tag wieder neu. Perfekt, 3, oder? 2, 1, Benjamin Button, Muchachos! Geben Sie mir die Karre! Ich muss sagen, auch wenn er nicht neu ist, ich würde ihn nehmen. Aber neue Klamotten gehen auch immer. GTA will sich verarschen. 7500 RP, please, jo. Bekommen, Alter. Discount. 10% auf ein neues Fahrzeug. Ey, da bin ich ja mit 25.000 RP ja noch der Beste hier. Yeah. Also, gleich zweimal gewonnen, Muchachos. Daumen nach oben ballern, schaut Ares vorbei, schaut natürlich auch unseren Partnern vorbei. Instant Gaming, Triebwerk und Merchandise. Gibt immer noch das richtig geile Mauspad. Unbedingt abchecken, bis dann reingehauen. Bye, bye.